Und willkommen zu dem versprochenen Q&A. Und ja, gab einige Fragen, etwas weniger dennoch, als ich gehofft habe. Und wir fangen erstmal mit den Basic-Fragen an. Oft wird gefragt, mein Alter. Ich bin 24 momentan, aber da ich das ja nicht sehr viel hilft, sage ich einfach mal, ich wurde am 20. August 1995 geboren. Das heißt, ihr könnt jetzt selber ausrechnen, wann, wie alt ich bin, ne? Ja, dann, ich lebe in Deutschland, wurde jetzt nicht gefragt, aber ich denke mal, wäre auch für viele interessant. Und ich habe einen Bruder. Das ist eine Frage, die wurde ich jetzt nicht fürs Q&A gefragt, aber wurde ich schon so häufig bei anderen Gelegenheiten gefragt. Also ja, ich habe einen Bruder und für die Leute, die meine älteren Videos nicht gesehen haben, der ist in vielen meiner Herr der Ringe Yu-Gi-Oh! Deck Videos mit dabei. So, ja, Lieblingsessen ist Sushi und ja, Hähnchenbeinchen. Also diese ganzen Teile, ne, die man dann auch schön mit der Hand essen kann. Allerdings nicht in Kombination, das wäre eklig. Naja, nächste Frage ist, warum habe ich mit YouTube angefangen? Also aus welchem Grund? Und die Sache ist eigentlich, ich wollte ganz gerne mal mit YouTube anfangen, weil einfach meine wirren Ideen mal unter die Leute bringen. Allerdings wirklich den Anstoß dazu gegeben hat GameFan95, der halt unbedingt Bewertungsvideos zu seinen Herr der Ringe Yu-Gi-Oh! Karten haben wollte. Und ja, da habe ich dann als erstes halt dieses, warum wir doch die ganze Welt ernähren können, Video gemacht, damit das ja nicht nur nach einem Yu-Gi-Oh! Kanal aussieht, aber gerade am Anfang tut's das ja schon und jetzt ist es eher ein Let's Play-lastiger Kanal. Naja. So, dann wurde ich gefragt von Tanja nach ganz vielen Mädchen aus Anime, aus verschiedenen Anime und wer ist Taisa? So, und wir sehen hier im Hintergrund jetzt direkt die Mädchen der ersten Frage, nämlich Rias Cremori aus Highschool DxD. Oder DD links und Mio Naruse aus The Testament of Sister New Devil rechts. Und ich habe mir hierbei aber eine kleine Challenge gesetzt. Und zwar, beziehungsweise eine kleine Bedingung, eher keine Challenge gesetzt. Und zwar, ich muss den Anime kennen, beziehungsweise wissen, wer die Mädchen sind. Und daher funktioniert direkt schon dieses erste Versus nicht, weil ich The Testament of Sister New Devil nie gesehen habe. Ich meine, klar, ich könnte Mio Naruse jetzt allein auf anhand dieses Bildes ja bewerten, aber mal ganz ehrlich, je nachdem, was ich da für ein Bild rauspicke, funktioniert das halt mal besser, mal schlechter und ja. Und von daher direkt das erste Wer ist heißer Versus funktioniert nicht. Sorry! Die nächste Frage wäre dann, was ist mein Lieblingsmusikgenre beziehungsweise mein Lieblingssong? Und da wahrscheinlich auch wenn es nicht da steht, Lieblingsband und so. So, Lieblingsmusikgenre kann man eigentlich schon an dem Bild sehen. Forta Rock ist ein Metal-Festival in Holland, in Belgien. Ist Holland in Belgien? Nein, in den Niederlanden. Gott.
wo ich halt auch mal da war. Und kann ich schon mal sagen, das hat richtig Spaß gemacht. War richtig schön. Aber naja. Ja, damit ist dann auch schon mal die Frage nach dem Lieblingsmusikgenre geklärt. Und zwar Heavy Metal, beziehungsweise Metal, wie man es jetzt nennen möchte. Speziell bin ich momentan auf einem Power Metal Trip, der jetzt schon ein bisschen, ein paar Jährchen anhält. Vor allem halt auch wegen Bands wie Sabaton oder Beast in Black, Dragon Force. Ja, also so im Grunde die, die alle hören. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Gerade Sabaton für mich als Geschichtsinteressierten ist das halt immer richtig toll. Ja, Lieblingssong, muss ich ganz klar gestehen, habe ich keinen, der wirklich über einen anderen steht. Ne? Bei Sabaton zum Beispiel wäre wohl Lieblingssong hier The Hammer Has Fallen oder bei Beast in Black, ich weiß jetzt gar nicht genau, entweder direkt das erste Lied, Beast in Black. Stimmlich muss ich sagen, ist es eher Blind and Frozen. Ich meine, wer sich Blind and Frozen das erste Mal anhört, der muss doch denken, das wäre ein Duett, was da singt. Also ein Mann und eine Frau. Und wenn du dann rausfindest, das ist. ja, was soll man sagen? Awesome Stimme. So, achso, jetzt nicht Lieblingsmusikgenre, aber was ich auch noch sehr gerne höre, das sind ja so Fanlieder oder zum Beispiel bei Undertale, das Spiel hat einige echt tolle Fanlieder oder ja gut, Vocaloids, die haben halt auch super viele Lieder, ne? Wobei ich da sagen muss, dass mir Vocaloids an sich nicht ganz so gut gefallen meistens. Und ich höre mir am liebsten die Covers von wie ist ihr Name nochmal? Kamashine, nee, oder? Jetzt habe ich echt den Namen vergessen. Moment. Das ist jetzt. Nee, Tamashiine Kazuka. Nicht Kamashiine, Tamashiine. Ja. Ach, einfach Kazuka. Ja. Also der. Deren Sachen gefallen mir auch viel und ich laber schon wieder seit 4 Minuten nur darüber. Ja, gut. Ja, das sind so ein paar, die mir spontan einfallen. Und Tanja ist wieder dran. Diesmal mit Akeno Himejima aus Highschool DD gegen Tomo Yamanobe aus auf Stigmata, beziehungsweise ich merke mir das immer als Saikenokwasa. und kurz eine Frage vorausgeschickt. Tanja, bist du nicht auch ein bisschen zu jung für Saikenokwasa? Ernsthaft. Wobei, es ist eine Sendung über Mädchen, die schon mit 15 Jahren etwa einen Milcheinschuss haben, also. Ja. ja, ich habe beide gesehen, wobei ich zeige nur quasi nicht komplett beendet habe und ehrlich gesagt auch Probleme mit dem Plot habe, aber okay, das mag jedem so okay. Gott. Das hört sich so schlimm an. Okay.
Nee, welche von den beiden Mails ist denn jetzt meine, ja, wen finde ich heißer? Mal ganz ehrlich, hier gewinnt Akino einfach, weil sie eine Persönlichkeit hat, an die ich mich erinnere. Das ist jetzt nicht gerade viel, muss ich da gleich dabei sagen, weil ich war nie so ein Fan von Highschool DD. Aber Tomo, ja, ich kann mich halt echt nur daran erinnern, dass ein kleiner Junge an ihren Brüsten gesaugt hat und dann alle, ja, im Grunde wortwörtlich gefickt hat. Bis auf die beiden SM-Mädels, die danach gefragt haben. Die wollte er nicht. Tch, komischer Junge. Aber naja. So, die nächste Frage war, was sind meine spontanen Gedanken zu Trump, Kim Jong-un und Scientology? Ich weiß jetzt nicht, ob die alle in Verbindung gesetzt werden sollen, aber ja, okay. Ich vermute mal nicht, aber es ist zumindest schön zu sehen, dass Donald Trump, zumindest wenn er Kim Jong-un trifft, eine Armlänge Abstand hält, um Corona nicht, doch, um Corona nicht nach so, um Corona nicht nach Nordkorea zu tragen. Ja? Also, ich meine, da muss man ja auch sagen, ist natürlich auch Selbstschutz von Trump. Also würde der Kim Jong-un mit Corona anstecken, Kim Jong-un würde ihn sofort exekutieren lassen und alle und die gesamte Regierung der USA gleich mit. Also wir wissen ja auch, da gibt es gar keine Diskussion. Hat die USA gar keine Chance, irgendwas gegen zu machen. Ne? Also unser großer Führer, der mächtige Kim Jong-un, ja, okay. Ja, was soll ich sagen? Kim Jong-un ist mir ziemlich egal. Ich mache allerhöchstens mal Witze über ihn, aber ja, ist halt ein. Ich mag nicht mal sagen, dass er irgendwie besonders schlecht ist, weil im Grunde ist er so wie jeder andere Diktator auch. Egal. Ja, Donald Trump. Man sieht halt momentan auch nochmal wunderschön, wie inkompetent er ist und ja. Naja. Kann man halt vergessen. Und Scientology. Ja, habe mich nie so super groß mit denen beschäftigt, beziehungsweise immer nur so aus Drittquellen. Aber was weiß ich hier von Illumination oder Sarah Delaney oder Saria Delaney, oder? Ist er jetzt ein I mit dabei oder ist das ein A? Doch, Saria Delaney, nee, ist richtig. Ja, und dann noch halt so öffentlich-rechtliche Dokus. Also private Dokus gibt es ja über die nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und was soll man da sagen? Die sind alle ziemlich kritisch gegen die eingestellt, ne? Und ja, ach doch, privat gibt es ja noch einen Galileo-Beitrag über die, aber der ist auch, ja, ein Galileo-Beitrag. Im Grunde ist er auch nichts Neues, was man nicht halt schon vom Öffentlich-Rechtlichen kennt oder eben von diversen Talkshows. Das ist ja auch noch so eine Sache. Was ich da ziemlich interessant finde, was Talkshows angeht, ist, dass man ganz gerne mal dann jemanden von der Kirche, ja, mit reinsetzt und dann einen Sektenbeauftragten und der meint dann, ja, Sekten, das ist immer was Schlimmes und immer ganz gefährlich und so. Und ich denke mir nur, ey, sag mal, du weißt schon, dass die Kirche selbst eine jüdische Sekte ist? Und wenn die inzwischen zu einer
beinahe eigenständigen Religion wurde. Es ist nun mal eigentlich eine jüdische Sekte, genauso wie auch der Islam. Mag jetzt einigen Juden und Muslimen nicht gefallen, aber die Sache ist nun mal, ihr habt eure Wurzeln im Islam, im Judentum. Und sowohl Mohammed als auch Jesus wussten darüber ganz genau Bescheid und haben das auch ganz genau in ihren Regeln und ihren Reden nachgewiesen. Und zwar wurde ich gefragt, wer denn den Awesome Jesus in meiner Das Christentum überrollt die Welt Video gesprochen hat. Und ja, das ist natürlich ganz einfach. Es war natürlich unser Lord und Schöpfer, das höchste aller Wesen, Lord 1, der Overlord, 1 All Gone. Naja, gut, ich war's. Ja, bisschen Stimme verstellen kann ich schon. Also, ich hab's echt nur verstellt. Ich hab da keine. Ich hab da nicht irgendwie technisch irgendwie was gemacht. Also, liegt auch daran, dass ich noch ganz oldschool meine Videos mit dem Windows Movie Maker mache. Also, ja, mein Schneidprogramm ist der Windows Movie Maker. Ah, ach so, was ich hier jetzt gerade sehe, was ich eben vergessen habe. Ja, wie würdest du reagieren, wenn dir die Regierung etwas Altes als neu und frisch entwickeltes verkaufen möchte? Reagiere ich so, wie wenn mir die Religion etwas Altes als neu und frisch entwickeltes verkaufen möchte? Oder Apple? Oder Google? Oder YouTube. Oder Elon Musk. Oder, ja, ich glaube, ihr versteht's. Naja, die Sache ist, ja, es ist jedes Mal der gleiche Scheiß und ob man es nun Wahlkampf nennt oder Werbung, kannst du alles vergessen. Bisschen hilft's, die Wahlkampfprogramme zu lesen. Aber im Grunde sind die auch nur Werbeblätter und für nichts zu gebrauchen. Wirklich was bringt's eher, auf die Spendenlisten zu finden, zu gucken, die ja die Parteien veröffentlichen müssen. Naja, auch wenn sich die AfD da mal geweigert hat, ziemlich lange, aber ja, ich meine. Nee, bis zum Gerichtsverfahren haben sie es, glaube ich, nicht kommen lassen, aber es hat ihnen gedroht, also. Und dann haben sie es gemacht. Also ganz bekloppt sind sie ja doch nicht, aber ja. Nee. Wenn ich da aber mal ein Ranking machen sollte, wer die bekloppteste Partei in Deutschland ist, ach du je. Naja. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal Bundestagswahl wieder haben, dass ich da mal ein Video zu allen Parteien mache. Ja. Brauche jetzt aber ja gar nicht da nachzufragen, ob ihr Lust habt, weil so lang ist die letzte Wahl, glaube ich, nicht her, oder? Nee. Oder wie? Müssen wir dieses Jahr wieder? Doch, wir müssen dieses Jahr wieder. Dann wäre es vielleicht doch eine interessante Sache. Dass ihr da mal sagt, ob ihr meine Meinung zu allen relevanten Parteien haben möchtet, die wir in Deutschland haben, ja. Also sowas wie die MLPD, die Metal-Partei Deutschlands, das kommt, die läuft so unter ferner Liefen, die ist ja nicht mal mehr auf dem Wahlzettel. Und wieder eine Frage von Tanja, und zwar, wer ist heißer? Kurumu Korono aus Vampire und Rosario. Also, das ist das Mädel rechts mit den blauen Haaren. Oder Saber aus Fate Zero, aka König Artus, aka der Jiling in einem Saber-Outfit. Ja, mal ganz ehrlich. Rosario and Vampire ist ein Anime, den habe ich mit, ich weiß nicht, ich glaube 16 geguckt. Und ja, der war ganz nett, aber im Grunde, ich erinnere mich nur noch an Mocha,
die Hauptprotagonistin da halt, die Vampirin. Und alle anderen Mädels sind mir ziemlich egal. Ach doch, ich weiß, die Hexe, die hat immer so einen Badezuber oder Waschzuber oder so beschworen und das auf den Kopf von dem Protagonisten fallen lassen. Total bescheuert, ich weiß, aber lustig. Das ist so das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Und ja, an die Sukubi hier, halt Kuromo, kann ich mich gar nicht erinnern. Fate Zero hingegen habe ich, ja, ist auch schon ein paar Jährchen, ja, seitdem ich den gesehen habe. Habe jetzt zuletzt allerdings Fate Apocrypha abgeschlossen. Und ja, was soll ich sagen? Also für die Leute, die Fate-Serie nicht kennen, die Saber, also als König Artus ist aus irgendeinem Grund Fan-Favorite. Und ich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich vermute mal, dass das auch noch aus anderen Teilen kommt, weil zum Beispiel bei Fate Apocrypha haben wir ihre Sohn-Schrägstrich-Tochter. Das ist so ein bisschen kompliziert, weil laut der Legende ist ja König Artus ein Mann. Im Anime ist sie eine Frau. Ihre Tochter, beziehungsweise ihr Sohn ist Mordred, der in der Legende ebenfalls ein Mann ist. Und im Anime ist Mordred ebenfalls eine Frau. Und sie sagt aber, also Mordred sagt zu König Artus aber Vater. Und also wenn Saber nicht gerade ein gewisses Geheimnis vor uns versteckt, dann oh. Obwohl, ach Quatsch. Ich würde jetzt irgendwie sagen, dass ich da jetzt ganz großen Mist gebaut habe, aber nein, wenn ich bei Rule 34 nachschauen würde, da würde ich wahrscheinlich auch Bilder, was das angeht, finden. Naja, insgesamt allerdings muss ich sagen, hier gewinnt der wohl Underdog, nämlich Kurumu. Einfach, weil ich mich an sie, ja, weder an was Böses noch an was Schlechtes erinnere. Und Saber ist einfach ein Charakter, den ich absolut verabscheue. Ernsthaft, ich finde, das ist der schlechteste Charakter in Gesamt Fate Zero, was vor allem mit ihrer Motivation zusammenhängt, weil sie ist einfach eine Vollidiotin und die schlechteste Version eines Königs-Herrschers überhaupt. Ernsthaft. Selbst ein Hitler oder Stalin haben ihren Job als Diktatoren bzw. Herrscher besser gemacht als Saber. Als König Artus. Und dazu gehört einiges, die zu unterbieten. Oh nee. Und das Schlimmste ist, sowohl Gilgamesch als auch Alexander der Große erklären ihr mehrmals und genau, was denn ihre Probleme sind und warum sie so eine beschissene Herrscherin ist. Und am Ende, sie lernt nichts daraus, sie lernt gar nichts, sie macht den gleichen Fehler immer und immer wieder, diese blöde Tusse. Und selbst ganz am Ende, bei ihrem Kampf gegen den Berserker, wie auch immer, wo sie dann die wahre Identität von ihm erkennt und Spoiler, es ist Lancelot und deshalb hasst er sie so und hat sie dauernd angegriffen. Und selbst da, als der ihr erklärt, dass ihr gesamtes Verhalten dafür schuld ist, dass er zum Berserker wurde und eine
ja, eine leere Hülle aus Hass und Rach sucht. Selbst da begreift sie es nicht und macht genau die gleiche Scheiße wie schon die ganze Zeit zuvor. Boah, geht mir das Mail auf den Senkel. Und eben, weil ich die so sehr... Ah, nee. Deshalb ist auch hier der Schieling aus Götz und Panzer im Video und eben nicht Original Saber, weil... Nein, nein, die hat sich keinen Platz in meinem Video verdient. Der Schieling, ja... Ja, die schon eher einfach. Einfach, weil es der Schieling ist. Zunächst einmal, dieses Bild wurde mir von GameFan95 gesponsert. Und der hat mir auch einige Fragen gestellt. Zum Beispiel, wer ist deine Lieblings-Anime-Frau und warum? Und es ist nicht das schwarze Magier-Mädchen. Das schon mal vorweg. Und ich muss sagen, ich habe nicht so wirklich eine Waifu, für die ich andauernd schwärme. Also, nee. Es gibt so einige Mädels, die ich ziemlich cool finde, allerdings aus den verschiedensten Gründen. Zum Beispiel die beiden Schwestern aus Candy Boy, die finde ich total gut. Lucy aus Elfenlied. Ich meine, sie ist überhaupt die Vor- oder der Grund, warum es Zyna gibt, ne? Aber klar muss ich die dann erwähnen. Ja. Die Mädels aus Girls und Panzer, eigentlich jede, die da eine wirkliche Rolle oder fast noch Rolle hat, sie sind ziemlich nice. Ja gut, auch wenn Yukari und Erwin natürlich. Ja. Ja, auch die Gründe sind dann halt unterschiedlich. Von einfach nur hilarious bei den GMP-Panzern. GMP-Girls. über absolut badass mit Lucy bis hin zu wunderschöne Storyline mit den Schwestern aus Candy Boy ist da eigentlich alles. Ah, wenn ich auch noch erwähnen sollte, ist vielleicht Madoka und Homura aus Madoka. Ich weiß gerade nicht meinen richtigen Namen. Egal. Ja, was ist mein Lieblings-RPG-Spiel auf dem PC und warum? Muss ich ganz klar sagen, ist immer noch Neverwinter Nights 1. Das habe ich damals mit 11 Jahren bekommen. Ja, zu Ostern mit 11 Jahren. Also da waren es noch ein paar Monate bis zu meinem 12. Geburtstag hin und ich hatte schon ein Spiel für 12-Jährige. Oh mein Gott! Ja. Ja, ich gehöre halt echt zu den Leuten, die sich mit 11 was drauf eingebildet haben, dass sie ein Spiel für 12-Jährige gespielt haben, ja. Ich weiß nicht, keiner von diesen Call of Duty oder hast du nicht gesehen, Kids oder GTA-Kids, die halt mit 7 Jahren schon ein Spiel ab 18 gezockt haben. Naja, Neverwinter Nights 1, muss ich sagen, ich finde einfach die Story so gut. Und ich weiß, es gibt viele, sehr viele, die können mit der Aussage wahrscheinlich nichts anfangen, weil sie die Story ziemlich schlecht finden, beziehungsweise ziemlich dünn auch finden. Und ich kann es verstehen, es ist kein Spiel, das so einen großen Wert auf seine Story legt, beziehungsweise auch auf seine Figuren legt, wie jetzt zum Beispiel ein Planescape Torment oder ein Baldur's Gate. Beziehungsweise die Erzählstrukturen sind deutlich anders. Und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Die Sache ist aber,
Gut, es ist auch einiges Nostalgie dran. Das mag stimmen. Aber es passiert halt sehr viel bei Neverwinter Nights im Hintergrund. Zum Beispiel die Story, die Liebesgeschichte zwischen Aribeth de Tilmarande und Fantic Moss. Die wird ja nicht nur im Hauptspiel thematisiert, sondern auch in dem DLC oder Add-on, früher war es ja noch ein Add-on, Schatten des, Quatsch, Horn des Unterreiches. Ich wollte jetzt gerade Schatten des Unterreiches sagen. Nein, Horn des Unterreiches und dann nochmal später in Neverwinter Nights 2. Und ich finde es einfach großartig, dass der Großteil dieser Story gar nicht, dass der Spieler den Großteil dieser Story gar nicht kennen muss. Ja, also klar, man weiß, dass die beiden ein Paar sind, also Aribeth und Fantic. Aber man muss, wenn man nicht danach sucht, wenn man es nicht will, erfährt man nichts über ihre wahre Beziehung, außer eben, dass sie sich geliebt haben und füreinander sterben würden. Und sowohl mit dem Add-on wird halt Aribeths Seite nochmals näher beleuchtet. Ihre Seite wurde nämlich schon innerhalb der Hauptstory näher beleuchtet unter sehr bestimmten Umständen. Und mit sehr bestimmten Umständen meine ich einfach, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ihr geht und sie fragt. Und Neverwinter 2 wird die Seite von Fantic sehr genau beleuchtet. Und das ohne irgendwas genauer auszusprechen. Aber all diese Sachen sind optional. Und so solche Sachen hat Neverwinter Nights 1 sehr viele. Von daher, ja. Ah, je. Ach, Moment. Ja, was ist dir das Wichtigste bei einer Frau für eine Beziehung? Ja. Ganz ehrlich, ich bin momentan nicht so wirklich interessiert an einer Beziehung, aber vor allem Vertrauen und ja, dass man halt über alles reden kann und ja gut, ihr merkt's vielleicht aus anderen Videos, ich bin sehr diskussionsfreudig. Und daher wäre es mir halt auch wichtig, dass ich eine Frau habe, mit der ich eben diskutieren kann. Also ein blondes Blödchen kann ich nicht wirklich was mit anfangen. So böse sich das jetzt auch anhören mag, aber ja, muss halt schon jemand sein, mit dem ich mich gut unterhalten und vor allem mit dem ich gut diskutieren kann. Ja, das wäre so der erste Schwung, mal von Game-Fans fragen. Oh, dann nochmal zu Tanja und ihren Wer ist heißer Fragen. Und hier muss ich sagen, ich habe eine Frage übersprungen und zwar, wer ist heißer, Yukana Yama aus My First Girlfriend is a Girl oder Irina Nakiri von Food Wars, weil ich habe die beiden Anime halt nicht gesehen und ich nehme da ja nur Mädchen, die ich halt kenne, beziehungsweise deren Anime ich kenne. Und daher direkt die nächste Frage. Wer ist heißer? Kirihime Nastuno von Dog and Scissors, die hier jetzt rechts im Bild ist, oder Rory Mercury aus Gate? Und ja, Rory ist einfach Best Girl in Gate, muss ich ganz klar so sagen. Allein dafür, was sie da bei ihrer Befragung in Japan gemacht hat. Allein dafür ist sie einfach schon richtig geil.
Und was Dark and Skizzers angeht, naja, ich habe den Anime ebenfalls nicht gesehen. Von daher würde ich hier Rory das Rennen machen. Halt einfach, weil ich, ja, ich habe das halt nie, ich habe halt Dark and Skizzers nicht gesehen. Allerdings habe ich mir gedacht, ich habe ja zwei Girls, die ich, ja, bei denen es halt quasi ein Free Game ist. Und zwar Rory Mercury und Ria Scremory aus High School DD. Und daher lasse ich die beiden jetzt einfach antreten. Und ja, hier muss ich sagen, gewinnt trotzdem Rory Mercury, weil, wie gesagt, für den Auftritt in Japan vor dieser Versammlung der Politiker feiere ich sie einfach, wie die da halt nicht nur die Politiker in Japan zur Sau macht, sondern im Grunde die Politiker weltweit. Und ja, das ist einfach so krass. Und dann, wenn es um das Kämpferische geht, yo, die, ja, für mich könnte sie eigentlich sogar noch etwas overpowereder sein, aber wer eine atheistische Japanerin, oder ich weiß nicht genau, ob sie Atheistin ist, aber auf jeden Fall, wer eine Soldatin dazu bringt, in einen Blutrausch zu verfallen, einfach nur dadurch, dass diese Soldatin Rory beim Morden von, keine Ahnung, was, ich glaube, waren nur Soldaten halt von anderen Königreichen. Jedenfalls, wer dabei Rory Mercury zusieht und dadurch in Blutrausch gerät und ebenfalls einfach nur Badass wird und alles um sich herum niederwalzt, ja, sorry, da kann nur Rory gewinnen, weil ganz ehrlich, das Einzige, was ich von Rias noch im Kopf habe, ist, sie gibt immer an, wie toll sie ist, und im Grunde kommt da nix. Außer, dass sie sich mal wieder im Bett von irgendeinem Typen breit macht. Aber, nee. Nee. Da finde ich Rory deutlich interessanter und ja. Es ist halt so ein, etwa wie das, wie halt bei Sasuke und Madara Uchiha, ne? Sasuke, klar, toller Charakter und so und ja, toller Aufbau, tolle Charakterentwicklung, ganz nett, tolle Kämpfe. Aber Madara Uchiha ist nun mal der absolute Ober was auch immer von Naruto. Und ja, so in etwa ist das auch bei Rory und Rias. Sorry! Und die nächste Frage wieder vom GameFan95. Und zwar, was ist meine Lieblingsbuchreihe und warum? Und ich weiß nicht, ob man das erkennt für die Leute, die die Buchreihe kennen, aber das im Hintergrund soll Simi sein. Ja, die Tochter von Asheron Patanapeus. Oder wie das ausgesprochen wird. Okay, kenne jetzt wahrscheinlich keiner was mit anfangen. Sie ist im Grunde einer der Charaktere, die unter Ferner Liefen gehören, aus der Buchreihe Dark Hunter von Sherilyn Canyon. Insgesamt Sherilyn Canyon einfach eine super Autorin. Und ja, sie macht Liebesromane und wie sage ich das am besten? Ja, im Grunde sind die Dark Hunter Romane immer mehr oder weniger das gleiche Muster. Frau und Mann treffen sich, hassen sich auf Anhieb
müssen da aber aus irgendeinem völlig bescheuerten Grund zusammenarbeiten. Und dann haben sie nach den ersten 100 Seiten meistens Sex, finden das alles ganz schlimm und brauchen dann locker mal 150 bis 200 Seiten, bis sie ja, bis sie sich wieder ihre Gefühle im Klaren sind und ja, wollen kurz bevor sie dann wieder Sex haben können, müssen sie erst noch aus irgendeinem Grund die Welt retten. Und wenn das geschafft ist, dann sind sie ein glückliches Ehepaar bis ans Ende ihrer Tage. Und das hört sich so blöde an und so klischeehaft und bullshitmäßig und vor allem auch so langweilig, dass es mir echt leid tut. Aber im Grunde, das sind diese Bücher. Jedes einzelne von ihnen. Und ich feiere es dennoch. Einfach deshalb, weil diese Bücher sind wirklich super gut geschrieben. Und die ganze Welt der Dark Hunter, die ist wirklich sehr plastisch, sehr interessant. Und es gibt kaum eine Figur, die ich nicht mag, ja, die da wirklich drin vorkommt, die ja wirklich eine Rolle hat. Im Grunde ist die einzige Figur, die ich nicht mag, Artemis. Aber das ist auch eine Miststückgöttin. Alle anderen, ja, mag ich und selbst die Bösewichte haben da eine Motivation, die wirklich sehr klar ist und die man absolut nachvollziehen kann. Außer Artemis, weil die ist eine Miststückgöttin. Und ja, man hofft sogar teilweise, dass die Bösen ihre Ziele erreichen, außer Artemis, weil sie eine Missstückgöttin ist. Und ja, es ist sogar so, dass einer der größten Hauptgegner der Dark Hunter, die sogenannten Daemons, in einem späteren Teil eine ihrer größten Schwächen ablegen. Und auch wenn die Menschheit jetzt eigentlich ziemlich am Arsch sein sollte, muss man ganz klar sagen, ich finde es dennoch gut, dass sie diese Schwäche endlich abgelegt haben konnten. Und ja, bin eigentlich super gespannt, wie es da weitergeht. Und das ist eben das Gute an dieser Buchreihe. Man möchte halt sogar, dass die Bösen gewinnen, teilweise, weil ja, weil da halt Ungerechtigkeiten auch gegen sie geschehen sind. Und ja, also man fiebert da wirklich mit den Charakteren mit und hofft ihnen alles Gute. Außer bei Artemis, weil sie eine Miststückgöttin ist. Und ja, gut. Ihr hört schon. Es gibt aber auch zwei Kritikpunkte, die ich durchaus habe. Erstens, die deutschen Titel der Bücher sind allesamt absolut nutzlos. weil, ich weiß nicht, es gibt da die Herrin der Dunkelheit, die Göttin der Nacht und, nee, Göttin der Dunkelheit, Göttin der Nacht und, ja. All sowas und du kannst die Bücher anhand ihrer deutschen Namen nicht auseinanderhalten. Da ist keine Chance. Wenn ich da mit irgendjemandem rede, frage ich nicht, hey, wie fandest du denn das Buch? Und frag dann nach dem Titel, sondern ich sage, welches Paar da gerade das Abenteuer gemacht hat. Weil die Paare kann sich jeder merken. Die Bücher. Die Buchtitel. Nein, keine Chance. Naja. Und die zweite Sache, die ich sehr schade finde, ist, seit Juli 2018, meine ich, oder sogar noch länger, ist kein Buch mehr von Sherrill Canyon auf Deutsch erschienen, beziehungsweise übersetzt worden. Und es gibt noch mindestens sechs weitere Bücher, habe ich gerade so im Kopf, meine ich, die halt noch übersetzt werden könnten.
Und das ist echt schade, weil die Buchreihe ist, wie gesagt, echt super. Und ja, klar, ich könnte jetzt auf Englisch weiterlesen, aber es geht hier ums Prinzip. Naja, trotzdem, wenn ihr eine sehr witzige Serie sehen wollt, die aber auch ernst sein kann, dann schaut euch diese Buchserie unbedingt mal an. Und auch durchaus die, nicht nur das erste Buch, sondern die ersten zwei, drei Bücher. Weil das erste Buch, das ist, es ist eigentlich kein Buch, das zur Darkhanter-Saga gehört, weil es ist, ja, es hat nichts mit den Darkhantern zu tun. Die Sache ist nur, es ist eine Einführung in das Universum und man muss das Buch gelesen haben für einige der späteren Bücher. Ein weiteres Problem bei diesem Buch ist allerdings, dass es zumindest aus der Retrospektive gesehen das wohl schwächste Buch von Sharon Canyon innerhalb dieser Saga ist. Was ebenfalls echt schade ist, aber okay, wenn dein erstes Buch das schlechteste Buch der Reihe ist, und du hast damit trotzdem eine großartige Reihe gestartet. Das spricht schon für sich. Ich meine, wie viele Filmserien oder Filmsagas kennt ihr zum Beispiel, wo der erste Teil der schlechteste ist und es wird immer besser? Ja? Also, da gibt es nicht viele. Bei Star Wars zum Beispiel würde ich bei keiner der drei Sagas sagen, dass der erste Film der beste war und alle späteren wurden dann besser. Dass der erste Film der schlechteste war und alle späteren wurden besser. Gerade bei den neuesten hier, 7, 8, 9. Nein, da ist sogar eher so, dass der erste noch der beste war. Und ja. Also, ja. Ja gut, bei Star Trek kann man es vielleicht für die ersten beiden Filme sagen. Star Trek, der Film war ziemlich, naja, vergessenswert eigentlich. Aber er war immer noch so gut, dass man halt einen zweiten Teil gemacht hat. Und der Zorn des Khan gilt für viele als der beste Film der alten Star Trek-Filme. Und das, obwohl es eine sehr einfache klassische Rachegeschichte ist. Aber ja, ihr hört schon, ich schwärme jetzt schon seit fast 10 Minuten über diese Buchreihe und kauft sie euch. Ja, ich kann es euch echt nur empfehlen. Okay, kommen wir zu weiteren Fragen von Gamefan. Und zwar, was ist mein Lieblingsstrategiespiel und warum? Okay, er hat hier explizit auf dem PC gefragt, aber warum sollte man ein PC-Spiel auf Konsole spielen? Die meisten sind absolut grauenhaft. Naja, ich muss sagen, lange Zeit war das Age of Mythology, aber in letzter Zeit habe ich da irgendwie nicht mehr so große Freude dran. Auch jetzt wegen der Steam-Version, gerade mit den Chinesen. Nette Idee, die mit einzubinden, aber oh Gott, die haben da so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Dann haben wir da natürlich hätten wir natürlich Star Wars. Empire at War, beziehungsweise Forces of Corruption, die sind ja schön, nett. Spiele ich immer mal wieder ganz gern. Dann die Dungeons-Reihe, die ja, ich finde sie gut auf jeden Fall, aber irgendwie kannte sie mich nicht so überzeugen. Was ich jetzt auf YouTube sehr verfolge ist Utwin, der macht Stronghold Crusade oder Stronghold
Videos allgemein eher, plus noch ein bisschen anderen Stuff, hat jetzt vor kurzem, oder ja, im Grunde ist er noch mittendrin, hat er ein KI-Turnier veranstaltet und der Großteil ist jetzt beendet. Kommt noch ein Hühnerfuttercup für die Plätze 5 bis 8. Und ich muss sagen, ja, damit hat er mich dann dazu gebracht, auch mal wieder Stronghold Crusader zu spielen. Aber momentan würde ich sagen, ist das Beste, oder das, was ich am meisten mag, echt Northgard, was ich ja momentan auch Let's Playe. Beziehungsweise, ich habe das Let's Play jetzt schon beendet. Ab morgen kommen die neuen Videos. Ja, nach und nach, das wird jetzt, bis das alles für euch hochgeladen ist, beziehungsweise für euch veröffentlicht wird, wird das noch ein paar Wochen dauern. Ja, es ist viel. Insgesamt fünf Clans, jeweils drei Videos. Ja, überlegt. Naja, von welchem PC-Spiel würdest du dir einen Nachfolger wünschen und warum? Ja, Undertale. Ja, sorry, wenn ich hier schon Wingdings Gaster im Hintergrund habe. Was meint ihr, warum ich den im Hintergrund habe? Okay, als Vorbereitung noch für eine andere Frage, aber okay. Nee, ich weiß, es wird momentan von Toby Fox Deltarune entwickelt, wobei die erste Episode ja schon draußen ist. Sache ist halt, es ist kein Nachfolger von Undertale. Ne? Und ja, eigentlich muss ich aber auch sagen, Undertale Nachfolger, was will der noch weiter erzählen? Im Grunde hat Undertale alles erzählt, was es zu erzählen gab. Ich könnte mir allerhöchstens noch vorstellen, dass er auf einige unbeantwortete Fragen weiter eingeht, eben wie wie die Gaster, aber ob das so gut ist, ja, eher nicht. Ansonsten gäbe es zwar noch so Spiele wie Freelancer, was halt, ja, was ich halt auch super fand, aber auch da muss man ja sagen, es wird ja momentan an Star Citizen gearbeitet, was ja auch ein quasi Nachfolger sein könnte von Freelancer, weil genauso wie Freelancer halt ein quasi Nachfolger von Starlancer ist oder war. Und ja. Dann, was mir halt noch gefallen würde, wäre nochmal ein neues Neverwinter Nights Spiel. Und nein, das Neverwinter MMORPG zähle ich da überhaupt nicht mit. Also vor allem auch, weil es ein MMORPG ist. Ich mag keine MMORPGs. Es sei denn, es ist Yggdrasil beziehungsweise Overlord. Weil Overlord ist eine geile Serie. Ja. Gut, ein neues Star Wars Empire at War. Oder wegen mir auch mit einem anderen Titel, mir egal. Das wäre etwas, worüber ich mich wirklich freuen würde. Halt ein Star Wars, ja, ein Star Wars Strategiespiel. Ich meine, kommt schon, Star Wars ist bekannt für seine riesigen Massenschlachten. Das sollte schon möglich sein, noch neuere Titel reinzuballern, ne? Ich meine, die Mods, die zeigen es ja ganz großartig. Also es gäbe da wirklich mehr als genug Möglichkeiten. Muss ja nicht immer ein RPG sein. Gut, Stronghold wissen wir ja, da kommt bald Stronghold Warchiefs. Hoffentlich wird es besser als Crusader 2 oder auch Stronghold 3. Ja, ansonsten, daher mag ich da jetzt auch nichts von sagen.
Dungeons, neues Spiel Dungeons wäre eine Sache. Aber was mich noch reizen würde, wäre ein zweiter Teil von Vikings, Wolves of Midgard. Ein Spiel, das ich auch mal let's playen werde. Oder ein neuer Teil von Brutal Legend, was halt auch einfach genial wäre, muss man halt sagen. Ja. Ich meine, da wurde auch schon überlegt, dass man jetzt doch einen neuen Brutal Legend macht, aber. Okay, und weil ich weiß, dass mir sonst Gamefan Amok läuft, wenn ich das nicht erwähne. Ja, neues Nier wäre auch geil. Also Nier Automata. Ich weiß, da ist momentan Nier Replikant, was neu erstellt wird, aber das ist ja ein Remake vom ersten Nier, beziehungsweise Nier Gestalt und Nier Automat, Nier Gestalt und Nier Replikant, wie sie in Japan heißen. Und ja, wirklich mit den deutschen Titeln oder Wörtern. Naja, ansonsten hatte ich mir hier doch noch eine Frage aufgeschrieben. Ach so, ja, von Hades Hades beziehungsweise Kendoka 2, meine ich. Erstmal paar Fragen ohne größeren Sinn. Wie denkst du, spricht man Cholera aus? Ja. Keine Ahnung. Zwei Jäger treffen sich. Was passiert? Fallen vom Stuhl. Fallen vom Jägerstand. Ja, ich kenne den Witz. Hatte Tesla Probleme mit Insekten? Kommt darauf an, wie die Filter funktionieren. Was? Du kreierst eine neue Sci-Fi-Spezies. Beschreibe sie. Okay, hier muss ich sagen, ich habe ja mal eine Hintergrundstory für die Verführungsengel von GameFan95 geschrieben. Und da habe ich auch eine Kreatur quasi eingebaut. Und zwar, wer war es nochmal? Auf jeden Fall, da war eine Kreatur, der wurde halt die Form eines Verführungsengels gegeben. Und da habe ich auch ganz kurz grob beschrieben, wie die wohl aussah. Und zwar war die über 3 Meter groß, hatte Flügel, ist über dem Boden geschwebt. Und ja. Und hat den Boden auch nie berührt, im Gegensatz zu den Verführungsengeln. Und ja, ich hätte die noch durchaus weiter beschrieben können, aber so, ja, war dafür jetzt nicht der geeignete Platz, fand ich. Aber allgemein kann ich wohl sagen, dass ich auf, ja, dass ich einfach auf sehr bizarre Kreaturen, dass ich die mag. Halt so eine Mischung aus HR Giger und Lovecraft. Auch wenn es jetzt im Hintergrund gerade nur HR Giger ist. Aber ja, so eine Mischung halt aus den beiden. Das Groteske finde ich einfach interessant. Ja. So, und jetzt haben wir noch ein paar Zeitreisefragen. Und nein, ich weiß nicht, ob das Mädel im Hintergrund aus dem Anime ist oder woher auch immer. Naja. Wir gehen jetzt einfach mal nach der zeitlichen Reihenfolge. Was nimmst du auf eine Zeitreise ins erste Jahrhundert mit? Wenn ich nehmen darf, was ich will, dann auf jeden Fall Medikamente. Ein Arzt. Ja. Wahrscheinlich ein Allgemeinmediziner und ein ja.
und einen Chirurgen wohl am besten. Natürlich auch Equipment und 50 Männer mit Maschinengewehren und anderen Waffen und auch teils schweren Waffen, und dann erobern wir die ganze Welt. Ja. Was nimmst du auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert mit? Eine Zeitmaschine. So, und dann, was machst du, wenn du wenn du morgen im 31. Jahrhundert aufwachst? Wo ist meine Zeitmaschine? Naja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das 31. Jahrhundert vorstellen sollte, weil, ja, was soll ich dazu sagen? Unser vom 11. Jahrhundert bis heute 21. Jahrhundert sind 1000 Jahre vergangen, und da ist so viel passiert. Ich meine, 11. Jahrhundert, das war so die Hochzeit der Wikinger noch. Und ja, heutzutage sind wir einfach auf einem komplett anderen Stand. Das ist fast so, als würdest du sagen, was ist mit, ja, was würdest du machen, wenn du morgen im 22. Jahrhundert aufwachst? Klar, das könnte so aussehen wie Star Trek. Aber wenn ich mir mal überlege, wie unsere Welt vor 100 Jahren aussah und wie sie heute aussieht, vor 100 Jahren, 1920, hätte sich niemand gedacht, dass die Welt von heute mal so aussehen würde. Ja, wirklich gar niemand. Und ja, von daher keine Ahnung. Und weiter geht's. Nächste Frage: Wie findest du Kurumi aus Data Live? Steht noch auf der To-Do-Liste. Wie findest du Sankarea Undying Love und Dusk Maiden of Amnesia? Beziehungsweise, welche der beiden Serien findest du besser? Habe ich beide nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. So, die nächsten Fragen. Was halte ich von der Luigi's Mansion-Reihe? Muss ich sagen, ich habe nie eins der Spiele gespielt und mir vom ersten Teil nur mal ein Let's Play angesehen, was ich ziemlich interessant fand, aber das war's. Nächste Frage. Welche Star Trek-Serie ist meine Lieblingsserie und warum? Da muss ich ganz klar sagen, es ist Star Trek Voyager. Und vor allem ab dem Zeitpunkt, wo es eben, wo Seven of Nine mit auf die Voyager kommt. Also Ende der zweiten Staffel, beziehungsweise Anfang, ab der dritten Staffel, ja, so richtig. Nee, Ende der dritten Staffel, ab der vierten Staffel, so richtig so. Weil ich finde einfach die Philosophie bei Star Trek, das ist mir so ziemlich das Wichtigste. Deshalb ist auch Star Trek das nächste Jahrhundert unter den, ja, auf Platz 2. Ich vermute mal, Star Trek Deep Space Nine wäre auf Platz 3. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ja, ich bin nicht so der, irgendwie die Originalserie kann mich nicht so ganz abholen. Vielleicht auch, weil ich halt eher mit das nächste Jahrhundert aufgewachsen bin. Naja, auf jeden Fall, mir geht's halt vor allem um diese, um die Philosophie. Ich finde auch immer die Folgen am besten, wo es eben ja um Philosophie geht und um Menschlichkeit und was das bedeutet. Und Star Trek Voyager hat einfach durch das Zusammenspiel zwischen dem Doktor und Seven of Nine da die für mich beste Kombination. Und ja, ich weiß, Seven of Nine wurde eigentlich nur eingebaut, damit man pubertierende Teenager an die Glotze bringt, aber trotzdem, die Storylines sind einfach wunderbar geschrieben, gerade zwischen dem Doktor und Seven of Nine eben, aber auch zwischen vielen anderen,
ja, Figuren. Und ich finde daher diese zweite Hälfte von Star Trek Voyager deutlich interessanter als die erste, wo Cass mit dabei ist. Ja, klar, gibt's in beiden dieser Teilen noch echt geniale Folgen und einige, die ziemlich zum Schnarchen sind, aber das ist trotzdem so tendenziell. Dann, wer ist mein Lieblingswrestler? Und dann muss ich sagen, ich kenne nur die WWE eigentlich. Und ja, da ist es der Undertaker. Ja, okay, gut. Wie gesagt, ich wurde 95 geboren. Ich habe kein Live-Event gesehen, wo der Undertaker mal gerannt ist. ja. Ansonsten, ja, einfach die Ausstrahlung und so und dieses ganze Gimmick um ihn herum und ja, also ich meine, wer soll da noch bitte mithalten können? Oh, jetzt wo ich gerade das Hintergrundbild sehe, aber natürlich, ach, Din, das konnte ich natürlich nicht vergessen und alle, die jetzt WWE, beziehungsweise das war ja noch WWF damals, die das kennen, wissen auch, wer jetzt kommt. Also ich sag nur Glory to Mankind. Ja, was soll man sagen? Ich meine, Mick Foley war einfach ziemlich bekloppt. Also, ernsthaft, wenn man sich mal so anhört, woran andere Leute gestorben sind und was da schlimme Unfälle waren, und das hat der Typ einfach normal gemacht als Teil seiner Show. Also, ja, Mankind war bekloppt, aber er hat sein eigenes Spiel mit jede Menge geiler Androiden. Und ich rede hier nicht vom Körper, sondern vom Spiel, beziehungsweise, ja, auf jeden Fall, er hat eine riesige Armee von Androiden und sie alle schwören ihre Treue. Glory to Mankind. Oh, und dann Zielgerade. Halloween oder Weihnachten. Ich habe das Timing verkackt. Na egal. Gut, im Hintergrund seht ihr schon Ostern, weil, ja, gut, das ist einfach das süßeste Bild, was ich von solchen Feiertagen hab. Und kommt schon, die Kawagamine-Zwillinge, die dann keine Ahnung was schlürfen und alle anderen Vocaloids als Häschen, das ist einfach zu süß. Okay, nur bei Len bin ich mir unsicher. Der Typ hat doch wieder irgendeine Blödsinn im Kopf. Und dann sinnet doch dann entweder damit, dass er stirbt oder mit seiner Schwester Sex hat. Naja. Ansonsten muss ich sagen, Halloween, klar, kann man sich verkleiden, aber ich wohne hier mitten auf dem Land, mitten im Nirgendwo. Da bringt das nicht viel. Und mich, ja, irgendwo hinzufahren, über eine Stunde hin und dann irgendwo feiern, wo ich keinen kenne, macht jetzt nicht so viel Spaß. Ja, daher Weihnachten feiere ich immer wie, mit meiner Familie, auch mit Geschenken. Und ja, was soll ich sagen? Da haben wir einfach Spaß und gut. Die Tradition hier mit Jesus ist uns scheißegal, aber einfach mal, ja, einen besonderen Abend zusammen sein als Familie, ja, das macht schon Spaß. Und daher quasi atheistisches Weihnachten. Ich meine, wenn man um den Scheiß eh nicht rumkommt, da kann man das wenigstens so feiern, dass man sich da freuen kann und so, ne? Ja, und damit hätten wir dann die letzte Frage. Und zwar wieder von Tanja. Ich glaube, wir haben jetzt mit einer von ihr angefangen und beenden es jetzt auch mit einer Frage von ihr nicht. Nee, nicht ganz.
Ja, gut. Die erste größere Frage war von ihr. Oder für die erste, für die ich mehr Zeit gebraucht habe. Egal. Kannst du bitte dieses neue Format machen, Character Battle? Du vergleichst die Fähigkeiten und Stärken von zwei fiktiven Charakteren und erklärst in einem Video, wer nach deiner Meinung gewinnen würde. Also ich habe das jetzt 1:1 abgelesen, deshalb, ja. Eieiei. Also ich muss sagen, als die Leute in dieser Sprengstofffabrik gewarnt hat, da hat sie besser auf ihre Worte geachtet, oder? Oder ist das nur meine Meinung? Aber okay, ich könnte so ein Versus bestimmt öfter machen. Auch nicht nur zwischen zwei Charakteren, sondern eben auch zwischen zwei Fraktionen, wie ich es ja schon mal gemacht habe, bei den Borg gegen die Yuuzhan Vong oder auch die Executor gegen einen Borg-Kubus. Zum Beispiel auch zwei verschiedene Charaktere aus verschiedenen Medien. Also zum Beispiel nehmen wir einfach mal WD Gaster gegen die Göttin Madoka aus Madoka Magica. Könnte ich auch durchaus gegeneinander antreten lassen. Wäre vielleicht auch interessant. Ich meine, gut. Ich weiß die Antwort schon, aber naja, die anderen wollen sie mir nicht verraten. Aber ihr seht schon, kann ich durchaus machen. Die Sache ist nur, die werden bei mir halt natürlich wieder sehr lang. Und je nachdem werde ich da halt dann auch mit das Vergleichen mit der realen Welt. Eben wie eben beim Yuuzhan Vong gegen Borg-Krieg. Und wenn ihr das wünscht, kann ich das durchaus machen. Und ihr habt ja gesehen, oder vielleicht gesehen, ich habe diesmal die Bewertung angelassen. Und dieses Mal war es sogar bewusst. Ich habe es ja schon ein paar Mal gefailt, da habe ich es angelassen, aber dieses Mal wirklich bewusst. Und zwar, wenn dieses Video hier insgesamt 10 Bewertungen bekommt innerhalb von 10 Tagen. Also wir haben heute den 12.07.2020. 10 Tage wäre dann der Mittwoch, der 22.07.2020. Sagen wir mal, habe ich. Sagen wir mal, ihr habt Zeit bis etwa 12 Uhr. Also nicht ganz 10 Tage. Aber wenn ihr es schafft, bis dahin 10 Bewertungen auf dieses Video hier zu knallen. Und wenn ich mindestens 60% Zustimmung habe, also das wäre dann 6 von 10 Daumen hoch, dann kann ich das mal machen. Und ihr könnt auch direkt dann in die Kommentare Vorschläge schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Und ja, ich denke, das ist ein faires Angebot. 10 Bewertungen, die habe ich schon mal geschafft. Das ist jetzt nicht so, dass das unmöglich wäre. Und ja, ich bin da gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall, das war das vielleicht erste Q&A, ich weiß ja nicht, vielleicht fallen euch noch mehr Fragen ein. Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht sehen wir uns dann bei einem zweiten Q&A. Aber bis dahin, Gruß, Cynas Fan.